Will ich mir das wirklich antun? Junge, da sind richtige Nostalgie-Momente hier. Ready, load, Vice City. Ja, load, Zippy. Drück weg. Rockstar Games presents. La. Copyright, Copyright, der Rockstar North Game. Wir müssen aufpassen, sonst kommt der Shaitan. Ah, yeah. Scheiße. Ey, ich muss das überspringen, Leute, diese scheiß Musik. GTA Vice City. Woohoo! Okay. Das war ein kurzes Vergnügen, Leute. Ihr wisst Bescheid. GEMA und so, die sagen, geh mal weg. Oh mein Gott! Kennt ihr noch diese Menüsounds? Hör mal, warte. Dum, dum, dum. Und damit, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Inni hier und herzlich willkommen zum ersten GTA Vice City Let's Play. Ja, Freunde, ihr habt alle drauf gewartet. Nach GTA San Andreas Remastered kommt jetzt GTA Vice City. Und ihr wisst in der Vergangenheit, was wir hier für Folgen hatten. Das war unglaublich. Was ein Pech. Und das San Andreas Let's Play, was vor kurzem gekommen ist, da ging auch die Post ab. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt es unbedingt aus, Digga. Wieder so viel Pech gehabt. So eine Lostheit von mir gewesen. Alles zusammen in Kombination hat das Let's Play auf jeden Fall wieder legendär gemacht. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen dicken Daumen nach oben da lässt, Freunde. Alle, die gerade zugucken. Ey, wenn ihr es schafft, 10.000 Likes auf dieses Video zu packen, dann seid ihr die Heftigsten. Ich schwör auf alles. Weil die letzten Tage kam Call of Duty, das kam jetzt nicht so krass an. Aber wenn ihr es schafft, auf dieses Video 10.000 Likes zu packen, das wäre einfach nur geisteskrank. Und deswegen will ich jetzt mal von meiner Community vollen Support sehen für dieses Spiel. Es wird hart werden, aber ich gebe mein Bestes. Wir sind härter und ihre Nippel... Ach, scheiß Maul, Alter. Okay, let's go. Oh, shit. Markus Bistro, Liberty City, 1986. Tommy Vercetti. Tommy Vercetti. He kept his head down. Alter, hör mal im Hintergrund diese Musik. Ey, scheiße, ich muss reden wegen der Musik. Es tut mir leid, Digga, die Musik ist zu laut. Die Musik ist zu laut, Bruder. Lies unten mit. Wir wollten doch sowieso nach Süden expandieren, oder? Boah, die Musik. In YC, die liegt zurzeit das Geld auf der Straße. Die Kolumbianer, die Mexikaner, ja, sogar die kubanischen Flüchtlinge machen alle glänzenden Geschäfte. Yeah, oh. Aber das geht nur mit Drogen, Sonny. Keine der Familien rührt dieses Zeug an. Die Zeiten ändern sich. Die Familien können nicht wegsehen, während unsere Feinde groß abkassieren. Also schicken wir jemanden für die Drecksarbeit darunter. Alter, die Musik und schneiden uns der hübsche Scheibe ab, okay? Normal, Bruder, machen wir. Wer ist unser Kontaktmann da unten? Ken Rosenberg. Ein Idiot. Wie soll der Vercetti im Zaun halten? Muss er gar nicht. Wir lassen ihn einfach auf Vice City los. Wir geben ihm ein bisschen Startgeld, okay? Normal, wir warten ein paar Monate. Dann fahren wir hin. Und schauen wir bei ihm rein, klar? Mal sehen, wie er sich macht. Easy, Bro. Ey, die Musik da. Sorry, also das ist jetzt Standard. Wenn Musik kommt, ich muss reden, Digga. Escobar International Airport, Vice City. Boah, Junge, es geht wieder los. Ken Rosenberg, Flugzeug landet. Und da sind wir. Moin, Kenny, was geht ab? Zum Treffen fahren, okay? Oh Gott, hör mal diese kubanische Musik, Digga. Hola, chica, ¿qué tal? Wenn alles gut geht, dann dürfte da ein Haufen Kohle für uns drin sein. Und das ist doch ja gut, eh? Jawohl, Junge, fahr los hier. Tommy Vercetti, okay. Der eine schmeißt den Laden. Junge, mach die Musik aus. Boah, das ist so anstrengend, die ganze Zeit zu reden. Vice City Dogs, bitte mach die Musik aus. Ey, es läuft immer noch Musik, Alter. Ich kann auch Helikopter machen, warte. Alles klar, okay, dann wollen wir mal. Yeah. Geil. Ja, ja, irgendwas passiert doch jetzt, Leute. Guck mal, wer im Flieger sitzt, ne? Den kennen wir doch. Der Vince oder wie der heißt. Keine Ahnung, Alter. Lenny, ach, keine Ahnung. Den Namen von dem vergessen, von dem Lelek. Ja, okay. Die Musik, Digga, warum ist die scheiß Musik denn so laut? Verdammte Scheiße, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du's? 100% astreines Kumbianisches, mein Freund. Zeig her. Die Kohle. 10er und 20er, gebrauchte Scheine. Ja, oh, tja, der Deal kann steigen, mein Freund. Perfekt, mein Lieber. Oh, oh. Eieiei. Ja, und Tommy Vercetti ist der Einzige, der dem Kugelhagel entkommt, ins Auto springt und abhaut. Der Schwanz, Alter. Vice Beach außerhalb Kents Büro. I poked my
Pass ja. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch dran. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ey, ich erinnere mich noch dran, genau an diese Stelle hier. Alter, guckt euch das an. Belunke, benutzt den linken Stick, um dich zu bewegen. Krank, guckt dir das mal an, wie der fliegt in der Luft. Whee! 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 Digga, der fliegt ja richtig. Ey! Es geht nie ab. Oh, wie schnell rennt der denn? Bruder, der... Hadouken! Digga, was geht hier ab? Ey, ist das immer noch so, wenn ich ins Auto renne, ins Wasser renne, kann der jetzt mittlerweile schwimmen? Bruder, letztes Jahr, vor ein paar Jahren, bin ich in der Pfütze getreten, ist der... Er kann immer noch nicht schwimmen, Alter. Was ist das denn? Ach, geil. Freue ich mich schon wieder auf die Folgen, wenn ich ins Wasser falle. Ja, guckt euch das mal an, Alter. Junge. Es ist Legende. Oceans, Oceans, Wii. Geh durch die Eingangstür, um das Ocean View Hotel zu betreten. Hola, Chica. Ja, ja. Guck mal, wie sie wackelt. Wahnsinn. Digga, wie kann man denn so rumlaufen? Auch noch barfuß. Guck mal, wie die geht, Alter. Extra am Shaken. Was macht die da, ey? Und die einfach am Abkacken, Alter. Was gibt man der ab? Ach du Scheiße, Alter. Einfach drei Hände. Oder alle nennen ihn nackt rum. Einfach Tarzan. Was ist das denn, Bruder? Was geht denn jetzt? Was ist das denn für ein Cyborg? Geil. Wer ist die schon wieder? Eieieiei. Guck mal, der will dich deklären. Der will dich deklären, Junge. Was geht denn hier ab? Bruder, was hat der... Willst du die Unterhose nicht noch höher ziehen? Was ein Sibi, Alter. Wahnsinn, ey, krank. Ja, genau, dieses Speichern immer in dieser komischen Kassette da. Das Lokal kenne ich doch. Hier war immer so eine Musik, diese komische Hotelmusik. Da. Die Musik war damals immer hier. Weiß ich noch ganz genau. Ein alter Freund, die erste Mission. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective. Oh, diese Musik wieder im Hintergrund. Doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? Oder was ist das für ein Telefon, Alter? Einfach, damit kannst du jemanden erschlagen, ey! Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Was ein Telefon? You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! Junge, beruhig dich doch mal, Alter. Was ist los mit dem? Komm mal klar, Alter. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Come on, it's a boost bar, man. You're not a fool, Tommy, but I warn you. If it was anybody else, you'd be dead. Ey, ich bin so gespannt auf das Let's Play, ne? Ich glaube, wir werden gar keinen Pech haben, Leute. Wir werden gar keinen Pech haben. Denkt doch dran, meinen Instagram-Kanal abzuchecken und Twitch, alles in der Beschreibung. Lasst mal ein Follow dort, Leute, hier. Brubra, bratucha, bratatatatata. Guck mal, links das Foto. Bratatatatatata. Okay. Folge. Versteht ihr? Folge dem L-Symbol. Boah, Junge. Die Grafik sieht schon echt geil aus, oder? Auch schön 60 FPS. Ich habe Grafik eingestellt. Sollte alles passen. Komm, wir gehen jetzt mal hier rein. Die erste Fahrt hier. Oh, shit. Boah, Junge, was für ein Flashback. Man kriegt richtig diesen 80s-Vibe, ne? 80er-Jahre-Vibe. Sehr, sehr... Hä? Oh, das Autofahren ist ja hier ganz anders als bei San Andreas, ey. Ist ja noch schlimmer. Oh! Ich warte auf den Polizeifunk, Leute. Warte mal. Ey, wir müssen die Polizei holen, bitte. Ich hoffe, da ist noch drin. Warte mal. Wo ist Polizei? Egal, Polizei wird noch kommen, Leute. Lasst uns das jetzt. Da ist Polizei! Da ist die Polizei! Bitte! Hört jetzt hin! Hört hin! Warte, warte! Ich muss das hören, Bruder! Ich muss das hören! Hä? Hä? Was passiert hier? Warum überlebt er denn alles? Warte gleich. Es kommt, es wird noch kommen. Hey, Bruder! Das ist doch mal GTA 3. Oh, guckt euch noch diese Karre an. Erinnert euch noch an den Wagen?
Gleich kommt der Polizeifunk. Wahnsinn. Egal, das wird doch kommen, Freunde. Wir starten die Mission. Bleibt mal weg hier, Alter. Ey, beruhigt euch mal jetzt. Hallo. Ja, kommen die klar, Alter? Lass mich mal in Ruhe jetzt. He's mine. Ja, Schwanz, die Party. Oh, get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's establishment. Ja, was ist das für ein Windgeräusch im Hintergrund? Hört ihr das? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not going to happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Oder das der Anzug ist doch geil, Alter, das Hemd und so. Ist doch geil. Was für direkt wechseln. Aber meine Nase ist so am Jucken, Alter. Wahnsinn. Sag, meint ihr... Ey, Polizei ist immer noch da! Ey, beruhigt euch mal! Ey! Was geht hier ab, Alter? Verpisst euch! Ach, geil, die Polizei geht einfach nicht weg. Ich hab die jetzt die ganze Zeit am Hals. Ey, Junge, diese ganze Gegend, ne? Kenn ich noch zu gut hier. Ey, das ist so komisch mit den Bremsen und so hier. Ganz anders. Das Spiel ist voll laut, Alter. Meine Ohren, ich hör fast gar nichts mehr. Aber wir müssen jetzt echt zu dem Laden gehen und uns neu einkleiden, oder was? Okay, die erste Folge zeige ich nur so ein bisschen Anker zur ersten. Ach, war da nicht früher auch ein Stripclub? Ich kenne nur diesen Stripclub, der früher da war. Junge, beruhigt euch doch mal jetzt, Alter. Ey, ich will hier rein. Jawohl, der geht da rein. Hat das. Jawohl, Junge, genau so. Netter Ofen, ja, gib mir mal direkt her die Karre. Begib dich zur Yacht des Kolonels. Guck mal hier, ganz einfach, Polizei ist weg. Pack mir jetzt dein scheiß Dings. Ey, scheiß auf dein Bike, du Eierkopf. Wenn du beschleunigst, Whoopi. Okay. Boah, da merkt man nochmal einen Unterschied von der Steuerung, ne, zu GTA. So GTA San Andreas, wirklich. Das ist nicht 1:1 dasselbe. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Ah, du Sibi hier, spring weg. Stimmt, Alter. Die lenken halt viel schwieriger und so, ne? Komm, erste Folge machen wir schön lang heute. Hier ist man so am Rutschen in diesem Spiel, weiß ich noch ganz genau. Ich drücke alles nach rechts und der braucht so lange. Ja, geil, Alter. Ey, warum juckt denn meine Nase so, Alter? Was ist das? 4-2. Die Party. Bitte, läuft da keine Musik. Oh nein, schon wieder Musik, Alter. Ey. Yeah, oh, es läuft wieder Musik. Es ist die Party angesagt. Und Tommy Vercetti gönnt sich die Chayas, die sind am Start. Boah, die Musik, Alter, wie geil, Alter. Ja, Mr. Rosenberg. Ich hoffe, gewisse Vorfälle haben seiner Gesundheit nicht geschadet. Oder seiner Psyche, Mr. Vercetti. Er leidet ein wenig an Platzangst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und Sie? Ich will nur meine Ware. Ah, eine mystische Lage für alle Beteiligten. Boah, der Song. It's around like even another time. Around a touch. Around a touch. Geiler Song, Alter. Mercedes! Hola, Chica! Kennt ihr die noch, Leute? Mercedes-Benz, Alter. AMG. Natürlich, Daddy. Ja, Mercedes. You try living with it. Ei. Na gut, ich zeig dir mal eine unserer bekannteren Gäste. Das ist unser Abgeordneter Alex Schrapp mit dem aufgehenden Silikonsternchen Candy Sachs. Candy Sachs! Ja, ja, die macht Pfeffermühle. Boah, Digga, was hat die denn da für Dinger, ey? Wahnsinn. BJ Blowjob, immer charmant. Ja, wahrscheinlich.
Oh, ich hab ihn geblockt, der sitzt heute im Rollstuhl, der ist gut. Ha, lach alleine, Alter. Ja, ich bin in einem super Grundstück drauf und der Schleimbold dort ist Jess Torrent, der Sänger von Love Fist. Ah, den kenne ich noch. Wisst ihr, wie sie in Thailand Ping-Pong spielen? Ich verrat's euch. Man spielt ohne Schläger, wenn ihr wisst, was ich meine. Ach, scheiße. Und das schwarzhafte Trio, schweißerig ist Papas Obersklave Gonzales. Und die anderen beiden sind Pastor Richards und der pseudo-intellektuelle Regisseur Steve Scott. Oh mein Gott, den kenne ich doch. Das ist der mit dieser heftigen Villa. Ne, den kennen wir doch noch. Oder was hat der für einen Bart, Alter? Es geht hier ab, ey. Colonel, ihre Party ist wie immer fantastisch. Nein, der ist das mit dem Haus. Genau der. Der sieht einfach aus wie Waluigi, Alter. Wahnsinn, Anada, Amigo, wie geht's Ihnen? Unsere Geschäfte laufen schwierig, die Barbaren stehen vor den Toren. Eine Zeit, Freunde zu belohnen, um Feinde auszuschalten, Amigo. Ja, ja, boah, ey, Mann, können die Musik mal aufhören, Mann? Ricardo Diaz, er ist Mr. Koks. Mercedes. Okay, ich will gerade meinen Freund in die Stadt bringen. Ja, ja, die will mit auf Hotelzimmer, hä? Lass uns verschwinden. Oh, ja, ja. Sorry, dass du viel reden musst, ne? Bring die Tochter des Colonels zum Pole Position Club, okay? Steig doch ein, Digga. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Was? Darf ich meine Hand in deinen Schoß legen? Maybe. Ist das ja? So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Hat die gerade gesagt, darf ich meine Hand in deinen Schoß legen? Oder was geht hier ab, Alter? Der Tommy Vercetti kommt und klärt direkt Mercedes. Aber nicht nur Mercedes, sondern AMG hat er direkt hier geklärt. Der hat alles direkt geklärt hier. Digga, was ist denn da mit den Laternen hier los, die fliegen? Oder was ist das denn, Alter? Einfach, wie heißt dieses Instrument? Trilophon, Trilzolon? Ach, ihr wisst, Triangel. Einfach wie Triangel hier. Pole Position. Okay. See you around, wir sehen uns, mein Hübscher. Ey, was sind die alle so am Shaken hier, Alter? Was geht hier ab? Duck, duck. Was kommt denn mal für eine Musik, wenn man eine Mission abgeschlossen hat? Gab's keine Musik hier? Okay, krass. Straßenkleidung wurde in Verstecken angeliefert. Okay, so, wir fahren zur nächsten Mission. Junge, wie die Autos hier fliegen, Alter. Was zur Hölle. Okay, machen direkt die nächste Mission. Zack. Boah. Ey, ich muss erstmal klarkommen, ey. Freunde, das wird wieder ein krankes Let's Play, ey. Freut euch drauf. Zum Glück ist bisher noch alles entspannt. Ey, wisst ihr noch, bei San Andreas die erste Folge direkt Scheiße passiert? Das war zu hart, Alter. Weiß ich noch ganz genau, ey. Okay, wir machen die nächste Mission Dunkle Gassen. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Hey, take it easy now. Wisst ihr noch diese Helikoptermission und so, Bruder? Ach du Scheiße, da kommen so Erinnerungen hoch bei Vice City, ne? So richtig schlimme Missionen. Begib dich zum Malibu-Club und suche Kent Paul, okay. So, guck mal, die Polizei macht hier gar nichts, Alter. Ich überfahre Leute, alles easy. Alles entspannt hier. Boah, dieses Auto ist so krass, Alter, wie das fährt. Mein Auto brennt! Junge, wie laut das ist, als würde ich Grill anzünden. Junge, was ein Sound. Guck mal hier, Knight Rider. Das sieht echt aus wie Knight Rider. Dieser Malibu Club, ist das nicht dieser eine Club mit den Treppen nach oben? Der an der Ecke. Du Hund! Junge, die Leute überfährt man hier so schnell, Alter. Genau, dieser Malibu-Club, Alter. Ein Gott, wie fahr ich denn hier, Alter? Wie der gelötzte Idiot. Oder was ist das da im Himmel, Alter? Zeppelin, Meppelin. Oh, oh, Polizei. Nice Point, ja. Ey, sag doch mal, Zitritz. Ey, ich warte noch auf diesen Spruch von... Ey, schon wieder Musik, Alter! Wo kommst du denn hier nach einer... Wie dir suche ich schon seit Ewigkeiten. Ich suche einen Engländer. Ja, komm, such den Engländer. Ken Paul, ja, ich bin hier die Nummer 1. Ich ziehe hier die Strippen. Verstehst du? Ich lade dich ein. Ich kann dir alles besorgen, Süße. Mach dir keine Gedanken. Verzieh dich, Schätzchen. Oi, 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 super, Neymar. Bist du Ken Paul? Ich bin ein Freund von Rosenberg. Rosenberg.
Ach, dieser abgedrehte Winkeladvokat. Meine Hand, Digga. Ah, scheiße. Scheiße, Digga, hat meine Narbe voll wehgetan. Drogen, lass lieber die Finger davon. Was weiß, oh, Schlägerei im Club hier, Alter. Oi, oi, oi. Verdient Schnee in der Küche eines Hotels auf dem Ocean Drive. Macht einen ziemlich zufriedenen Eindruck in letzter Zeit, solltest du mal auschecken. Mach ich und wir sehen uns. Ja, du Sibi, Alter, ich schau jetzt ab. Was willst du mit deiner komischen New Kids on the Block Frisur hier, Alter? Nur zu, hau ab, du Vollidiot. Gib mir einen Drink und wo ist die Puppe? Boah, sorry Leute, dass ich so viel reden muss, ne, aber diese Musik wird sofort erkannt von YouTube, sag ich so, wie es ist. Suche den Küchenchef auf dem Ocean's Drive. Ich habe noch 2 Sterne, Polizei. Ey, beruhigt euch doch mal, lasst mich doch in Ruhe, Alter. Ich hab Mission gestartet, was wollt ihr von mir? Digga, diese Sounds. Oha, wieder. Junge, wieder. Ey! Bruder, wie rennen die denn? Alter, Usain Bolt, was geht ab mit dem? Bruder, wie rennt der denn, Alter, das ist Usain Bolt? Ey, was geht hier ab, Alter, das war Usain Bolt? Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Ey! Ich muss hier raus. Ey, mein Auto steht doch. Oder was passiert hier? Warum rennen die so? Ich schwöre auf alles. Ich habe keine Cheats eingegeben. Warte, kann meine auch so rennen, Alter? Ich schwör's. Warte mal. Ja, okay, der rennt auch schnell. Aber Bruder, der von gerade. Was war das denn einfach? Usain Bolt. Was soll ich denn machen mit dem? Umbringen? Der hat einfach wieder Ziegelstein am Ohr, ey. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Hey. Will der Sibi, Alter. Du hast jetzt ein Handy und kannst Anrufe annehmen. Okay. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green. And my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Kennt ihr den noch, Alter? Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Uh-oh. Yeah, take this. Follow me. Tja, der mit diesem Machete, Alter. Und jetzt? This way. Halt, zieh mal kurz los, jetzt kannst du feuern. Soll ich jetzt abballern oder nicht? Digga, wie ist das Zielen so komisch, Alter? Oh, oh, Polizei kommt, ey! Ich muss hier weg! Lauf! Ey! Lauf, Bruder! Hier ist, warte, ich muss diese Sterne nehmen, damit ich einen Stern weniger hab. Du hast eben ein Schmiergeld-Symbol aufgenommen. Ey, die schießen ja trotzdem aber einen Stern. Rück dir schon mal rennen. Digga, ich komm. Oh mein Gott, der hat immer diesen geilen weißen Lambo gehabt, ich erinnere mich. Ah, Alter, so eine geile Karre, Alter. Begib dich zum. Oh nein, Ammunition Shop. Begib dich zum Ammunition Shop. Wuhu! Junge, warum rutscht der Wagen denn so hier? Ey, ich komm nicht drauf klar, wie der eine vorhin gerannt ist, ne? Ich schwör auf alles, was habe ich echt noch nie gesehen, ne? Das ist GTA, sorgt immer für eine Überraschung, ne? Oder wie der gerannt ist, ne? Ich schwör's, der hätte 100 Meter Lauf machen sollen. So, ey, Junge, wie... Ey, das ist so, als ob hier überall Eis wäre. Die sind so am Rutschen hier, die Figuren. Okay, Ammunition. Ach, bei dem Spiel, da bremst der nicht automatisch. Stell ich eine rosa Markierung um... zu sehen, was im Angebot ist. Drücke Waffen runter, links, rechts auswählen. Okay. Wisst ihr beim letzten GTA? See you again soon. The revolution is coming. Okay. Ja, reicht doch. Es gibt 8 verschiedene Waffentypen. Bruder, ja. Du kannst immer nur eine Waffe von jedem Typ bei dir tragen. Okay. Das muss ich mir dieses Jahr merken. Ich kann nicht fahre zurück zum Hotel. Ja, geil. Ich dachte, du mir Waffen kaufen hier. Was soll ich mir mit $100 kaufen? Da kann ich mir eh nichts kaufen. Wir haben eh eine Pistole erstmal. Von daher passt das erst. Wir fahren jetzt erstmal zurück zum Hotel, Leute. Wo ist denn das Hotel? Die erste Folge wird so ein bisschen ankert sein, damit ihr mal ein bisschen von der Stadt was sieht. Damit wir erstmal reinkommen. Ich finde, das Lenken ist ja so schwer. Guck mal, ich halte komplett nach rechts und der lenkt so komisch, Alter. So voll so auf Krampf, Alter. Da muss man schon viel früher lenken und sowas.
gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Er sieht einfach aus wie Will Smith, Alter, der Typ. Junge, wie die alle fahren. Ja, okay, stimmt. Junge, wie leise das ist, wenn man eine Mission schafft, ne? Unnormal leise. Okay. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Mission, Freunde. Bis gleich. Telefon. Wer ruft mich da an? Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Hi. Leo's got away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Zum... Bruder, was geht hier ab mit den Leuten? Die drehen durch, Alter, hier bei Vice City, ey. Die sind ja komplett alle bescheuert, die Geschworenen. Oh, oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Er hat schon die Hose gepisst, der Zibi. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Okay. Alles klar. Die Geschworene. Heute bisher alles entspannt, ne? Also, bei uns ist bisher noch nichts passiert. Ich hoffe, es bleibt für heute auch so. Ich hoffe es, Leute. Ich hoffe es. Der wurde einfach überfahren. Was geht hier ab? Dieser Hammer wäre nützlich. Ey, was passiert? Schüchtere die zwei Geschworenen. Einer erledige sie nicht. Junge, was passiert hier? Was ist das denn, Alter? Ah, ein bisschen duschen hier. Okay, Leute, wir fahren dann. Junge, er rennt aber auch manchmal ganz schnell. Wir fahren jetzt zu den Geschworenen hin, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind da. Ja, guck mal, der will sich wieder klären, ne? Ich mach einfach seinen Wagen kaputt. Ja, geil, ich will den Wagen kaputt machen, nicht in den Wagen reingehen. Will ich ihm eine Bombe geben? Ey. Junge. Perfekt, du kannst Autos mit dem Hammer oder ähnlichen Waffe zertrümmern. Ja, hab ich doch! Yo, man, I still got payments to make on this. Ja, ich mach den Wagen jetzt kaputt, bis der aussteigt. Komm, steig aus, du Sibi, hä? Steig doch aus, hä? Jawohl. Du kannst schon. Und die schreien dir herum, Alter. Wahnsinn. Kommt mir so schnell manchmal vor, ne? Aber in dem Spiel konnte man, glaube ich, noch nicht so in Fitnessstudios gehen und sowas, ne? Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Okay, wir müssen jetzt wieder den nächsten einschüchtern. Wieder mit dem Hammer ein bisschen schlagen. Diese Sprünge hier, mein Beste, ehrlich. Also ich weiß nicht, was in diesem Spiel bisher abgeht. Die Bürger sind alle hier auf Halligalli auf. Schrotte das Auto des Geschworenen. Also das sind eigentlich Missionen, da kann man kein Pech haben bisher, ne? Deswegen eine ganz entspannte erste Folge, Leute. Sehr, sehr geil, Alter. Mach den Wagen kaputt, Junge. Schlag doch, Junge, hat er kein... Was machst du? Digga. Wisst ihr was, Leute? Scheiß auf den Hammer. Oh, wie ich dieses Geschrei hasse, Alter. Wie ich dieses Geschrei hasse. Ja, guck mal, Wagen kaputt gemacht. Lässt aber trotzdem erfahren, ne? Okay, nächste Mission. So, wir sind angekommen, Freunde. Nächste Mission. Was steht da? Audenofufa? Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I Ach du Scheiße, den kenne ich auch noch, Alter, mit seinem Bart. Howdy! Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. A long What could I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land. Some prime, they won't sell. Fucked up. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out.
Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Der Typ, Alter. Mann, Mann, Mann. Besorge dir neue Klamotten in Raphaels Shop. Ja, wer labert da, Alter? Okay. Okay, wir haben neue Klamotten. Ach, geil. Der Handwerker. Geil. Okay. Aber was? Was geht mit dem ab, Alter? Junge, Junge. Okay, so. Schluck auf wieder am Start. Oh, dieser Sound wieder von diesen Motorgeräuschen. Nein, sag mir nicht, ich muss über die Brücke. Und ganz ruhig rechts. Ich muss hier echt bei dem Spiel auf das Wasser. Oh nein, das... Kennt ihr diese Baustelle? Das ist die Baustelle, Leute. Diese eine Mission, die irgendwann kommen wird, wo wir diese scheiß Mini-Flugzeuge fliegen müssen. Diese Mini-Helikopter. Was ist jetzt hier los, Alter? Hä, was? Also am Streiken oder was? Fange mit 4 Arbeitern Streit an, um einen Aufruhr zu starten. Ich gebe allen einfach Pompon, dicke Schlägerei hier. Es geht nie ab. Zerstöre die Transporter auf dem Gelände. Ja, wie soll ich die zerstören, Digga? Wenn du jemanden ausschaltest, der eine Waffe trägt, lässt er sie fallen. Okay. Du kannst auf explosive Fässer. Warte mal. Wo fliegt der hin? Ey! Ey! Mission erfüllt? Digga, wie easy, Alter. Guck mal, was für Pech, Leute. Siehst du, ganz easy. Der Rille Peter regelt das schon, hä? Uisch. Das hört sich an wie beim Jackie Chan-Film hier, Alter. Aber konnte man hier früher... Kann man in dem Spiel klettern? Jawohl. Okay, wir machen die nächste Mission. Bis gleich. Telefon. Telefon. Hola. Mr. Versetti. Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, senor. Bro, was hat die am Auge, Alter? Neuer Kontaktpunkt am Yachthafen im Ocean Beach. Okay, also wir haben jetzt noch A und C hier. Wir machen jetzt einfach mal A. Schlagende Argumente. Ach du Scheiße, Digga. Direkt diese Baustelle hier. Ach, der Typ mit seiner Limousine. Come in and fuck yourself. Der Typ, hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be back in law. Nein. Oh, nein. Don't beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. Ach, Scheiße. Boy, you're gonna need more appropriate clothing. Ey, Bruder, in jeder Mission brauche ich andere Kleidung, Alter. Was soll die Scheiße? Digga, bei jeder Mission brauche ich eine andere Kleidung, Alter. Was soll die Scheiße hier? Wahnsinn. Ich glaube, das ist die Mission mit diesem Golfclub und so. Ach, geil, okay. Wir holen uns die neuen Klamotten, dann sehen wir uns gleich wieder. Was ist das für... Nice ass, baby. Nice ass, baby. Wahnsinn, Alter, diese Sprüche. Alter, stell dir vor, Synchronsprecher im Tonstudio. Ja, sag mal bitte nice ass, baby in dieser einen Stimme. Nice ass, baby. Ich kann mich noch an diese Mission erinnern, als hätte ich sie vor 10 Jahren gemacht, ne? Das ist so krass. Ey, wann sagt ihr denn mal... Ich glaube, das sagt die erst, wenn wir 3 oder 4 Sterne haben. Die Zielperson auf dem Driving Range. Ach du Scheiße, seinen letzten Golfball geschlagen hat. Ah, geil, Alter. Einige deiner Waffen wurden aus deinem Waffenrad entfernt. Ja, geil, aber Hammer kann ich reinnehmen, oder was? Ja, diese Golfautos, ey, die so Lachkick. Okay. Jetzt automatisch einen Golfschläger, ja geil. Also das heißt, wir haben einen Golfschläger. So, wir fahren... Nein! Ich schwöre! Ich hab das Wasser nicht gesehen. Ey! Junge, wie soll man das sehen? Auf einmal war da dieser Hügel. Ach, es gibt ja auch Checkpoints.
Nein. Ja, toll. Ey, die sagen Jackpoint und die Mission fängt komplett von neu an. Wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, Leute, da bin ich wieder. Ey, so krass. Ich schwöre es dir, ich habe einfach nicht auf diese Minikarte geguckt. Ich bin hier einfach lang gefahren. Guck mal, seid mal ehrlich. Wenn man jetzt hier so lang fährt, man denkt, ah, da geht's jetzt so runter. Ich habe halt nicht auf die Minikarte geguckt. Junge, das war so lost von mir, ey. Auf einmal kommt da Wasser und der Vogel kann nicht schwimmen, Alter. Das ist unglaublich. Diese Golfkarren, die sich wieder steuern lassen. Okay, warte mal. Was am Bodyguard, was? Bruder, was hat der Typ da oben für Zuckungen? Wie viele Bälle ist der da am Schlagen? Wo ist mein Golf? Golf, mein Golfding? Ah, mein Name ist Sibi. Komm her! Hey! Bleib stehen, du Hund! Bleib doch stehen! Ey, schlag den doch! Hallo! Warum kommt der da nicht raus? Hallo! Ey, Digga, die sehen einfach alle aus wie Anthony Martial hier, Alter. Hau die kaputt! Digga! Sag mal, wollt ihr mich hol den doch raus aus dem scheiß Wagen, Alter! Du Sibi! So, hier, zack! Überfahr den! So, ganz easy, Alter. So, zack! Wie viel schluckt der denn, Alter? Jawohl, Ernesto Valverde, ganz easy. Aber irgendwie fehlt mir dieser Sound, wenn man eine Mission abschließt. Mann, wo ist der? Okay, Freunde, komm, wir machen noch eine letzte Mission für heute, okay? Dann haben wir die erste Folge geschafft. Ja, stark. Oder was macht der da? Steig doch aus! Ah, Platz, Alter. Boah, Junge. Ah, ist auch noch Telefon. Was denn noch? Reicht doch langsam hier. Hey, Sonny, how's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. Money, Sonny. I am worried, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Ja, dann Schnauze. Ja, guck mal, auf einmal habe ich aufgelegt. Ey, der war richtig korrekt, Freunde. Habt ihr gemerkt? Der hat gewartet, bis ich telefoniert habe und kam dann angelaufen. Ja, renn weiter, komm. Renn. Komm, hinterher rennen. Komm, renn doch. Guck mal, wie der um sein Leben rennt. Der arme Bruder, ich drück dich mal aufs Gas. Junge, bleib mal an deiner Arbeitsstelle, Mann. Genau so, geh zurück. Eierkopf, Alter, geht der mir auf den Sack, ey. Okay, wir machen auf jeden Fall noch eine Mission bei A. Aber wenigstens war die Mission gerade entspannt, Alter. Der Typ ist ja gar nicht von der Stelle gekommen mit seinem Golfauto, ne? Richtig geil. Haben wir echt Glück gehabt. Aber normalerweise fährt er doch eigentlich weg mit seinem komischen Golfauto da. Okay. So, A ist hier vorne, wieder Baustierle. Zack. Ja. Und runter. Ja, Telefon schon wieder, Alter. Ja, wahrscheinlich mache ich das. Ich mache erstmal die Mission jetzt hier. Schutt und Asche. Was ist das für ein Sound, Alter? Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this is the development as planned and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now, I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Da gibt es den Top-Fun-Wagen nach dem Abriss vom Gebäude. Okay! Ja, cool. Das ist ja direkt um die Ecke. Oh, diese Sounds. Warte. Nein. Warte mal. Sag mir nicht, das ist jetzt schon diese Mission. Ich schwöre nämlich auch. Die mache ich safe heute nicht. Auf gar keinen Fall. Sag mir nicht. Nein. Nutze. Ja. Das war's an der Stelle, Freunde. Wir sehen uns übermorgen bei der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao!